am Artenschool. Hier dann in der Mitte haben wir das Konzerthaus zu Berlin. Ursprünglich hier war es der Haupttheater Berlins. Und dann auf der anderen Seite kommt der französische Dom. So hier on the right hand side is the French Dome. Ja, die wurde in der Mitte, wie gesagt, das ist ehemaliger Hauptschauspielhaus Berlins, gebaut von einem sehr berühmten Architekt. Sein Name war Karl Friedrich Schinkel. Und er war so beschäftigt hier in Berlin, er hat so viele Sachen gebaut, dass der Berliner sagt, in jedem Winkel gibt es einen Schinkel. Hey. Ja, fahren wir einmal rum am Gendarmarkt. Sehen Sie die wunderschönen Gebäude, das hier stehen. Genannt einer der schönsten Plätze Europas. Das kann man auch so stehen lassen. Der französische Dom ist zu sehen hier rechts. Und auf der anderen Seite ist der deutsche Dom. Beide diesen Kirchen sind Zwillingskirchen. Sie sind identisch. Und die sind damals 1701 bis 8 gleichzeitig gebaut worden. Und der französische Dom heißt so, weil es von der Hugenotten gebaut worden ist. Ja, sie haben es sehr schwer am Anfang des 18. Jahrhunderts in Frankreich wegen Religion. Sie sind damals verfolgt worden, diesbezüglich. Und 30.000 Hugenotten haben dann ihr Koffer gepackt und sind nach Berlin gekommen. Haben sich hier liegen gelassen, in Mitte von Berlin. Und hier die Kirche für den, auf der anderen Seite für die Berliner Protestanten, ist eine Zwillingskirche gebaut. Wobei, wenn Sie den deutschen Dom mal anschauen, dann stellen Sie fest, da ist doch ein Unterschied. Also so Zwilling sind Sie auch wieder nicht. Warum nur ganz kurz hingucken, Sie sehen es sofort. Ich glaube, Sie haben es schon alle erkannt, ne? Genau. Der deutsche Dom ist tatsächlich 3 cm höher. Das haben wir doch alle gesehen. So here on the right hand side is the French Dome, on the left hand side is the German Dome. These two churches are identical and they were built at the same time, 1701 to 1708. And the French Dome is called French Dome because it was built for and by the Huguenots. Now the poor old Huguenots. A bunch of French people had a different religion, yeah? And they were having a really hard time of it in France. They were being persecuted for that. And so 30,000 packed their bags and came and settled here in Berlin. And had this church built for themselves. Yeah. The Prussian king at the time, Friedrich, yeah, to get another V. So. Hey, I've been wanting to know what is it. Now see the bed missing under, so I think that's all. So, television tower here, highest building in Germany, 368 meters high. If you're up there, there's a red shot, yeah, at 203 meters, which revolves on its own axis twice an hour. Berliner Dom, links von uns und dann auch links von uns, haben wir den Nikolai von uns. In der Mitte der Nikolai von uns ist auch die älteste Gebäude in Berlin. Das ist der Nikolai Kirche. Ja. 1260 ist es gebaut. Heute ein Museum. So here on the left hand side, this is the Nikolai Quarter. In it is a church, which is St. Nicholas's, which happens to be the oldest building in the city. Dates back to 1260. Ja, dann haben wir zwei Gebäude zu sehen. Ein graues rechts und ein rotes links. Der graue ist das Stadthaus, da ist der Innensenator von Berlin hier drin. Also Herr Pürting heißt er. Und auf der linken Seite ist natürlich das Rathaus, das rote Rathaus. Sitz von der Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit. So here there's two buildings here. Actually it's not as old as it might look. 1914 it was opened. It's called the State House, yeah, on the right. Senator for Internal Affairs for Berlin is in here. And then there's a red building on your left hand side, which is the City Hall. And they call it the Red City Hall for pretty obvious reasons. Mind you, so obvious it isn't, because somebody said to me the other day, why on earth do they call it the Red City Hall? Has that got something to do with the politics? Dominion, yeah. Gut, dann fahren wir jetzt hier gleich links rum. Falls Sie für Sea Life gehen wollen, Sea Life, der Eingang zu Sea Life ist geradeaus auf der anderen Seite der Straße, auf der linken Seite da ist der Eingang für Sea Life. Wie gesagt, schauen Sie auch in Ihrem Flyer, da bekommen Sie auch einen Rabatt. Der Digital City ist Sea Life. Sea Life, the entry of which is just down there on the right and left hand side. Yeah, down the street. Falls jemand dann ein Schiffsbad gebucht hat, also ein Schiffsbad, dann hier sollen sie aussteigen, hier wo diese Taxi
Dann haben wir auf der linken Seite dieses Glasgebäude, das ist das Paul-Löbe-Haus. Alle Fraktionen im Bundestag haben hier Büros. Hier. 1600 insgesamt. Okay, on your left is a big glass building here. This is where all the different political parties of parliament have their offices. The German parliament being one of the largest in the world. Well, there are also only quite a lot of offices. And this building alone, there are 1,600 offices in there. Yeah, not much is in. The Kanzler and the Tunish. Ja, und wenn Sie gerade ausgucken, dann sehen Sie auch das Dach vom Sony Center. Ja, das silberne Dach, geradeaus zu sehen. Und das sollte der Fujiyama darstellen. Ja, der berühmte Vulkan in Japan. Hm. See that? The roof of the Sony Center, you see it? That's going to represent Mount Fujiyama. Taking a mic, it's more like a Texas Circus tent. It's the present, yeah? The 750th anniversary, 1987. That's why it's called Big Ben's. Okay, or the French version, Notre Dame. Oh, the latest version, because it's next to the Chancery, Angie's alarm clock. Ja, dann kommt ein Gebäude, das von den Amerikanern gebaut worden ist, 1957. Hieß damals die Kongresshalle, jetzt heißt es Haus der Kultur in der Welt. Der Berliner sagen dazu, der schwangere Auster. Oder Jimmy Carter's Lächeln. This building was built by the Americans in 1957. It was called the Congress Hall originally. Now it's called House of Cultures of the World. The Berliners call it the Pregnant Oyster or Jimmy Carter's Smile. Auch ein Skulptur von Henry Moore ist auch hier zu sehen, genannt the Schmetterling. Also a sculpture from Henry Moore, which is called the Butterfly down here. Ja, und im Mai 1980